Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochendurchblicks. In dieser Woche ausnahmsweise nicht wie gewohnt mit unserem Fraktionsvorsitzenden Florian Streibel, der sich dieser Tage im wohlverdienten Urlaub befindet, sodass Sie mit mir Vorlieb nehmen müssen, wenn es darum geht, Sie über eine intensive, anstrengende, aber wie ich finde, für den Freistaat Bayern, unser Land und seine Menschen sehr erfolgreiche Woche hier im Parlament zu informieren. Sie konnten sicherlich verfolgen, dass der Bayerische Landtag in dieser Woche zu einer Sondersitzung zusammengekommen ist, um die Corona-Regeln für den Freistaat einer Revision zu unterziehen, völlig neu aufzustellen und damit ein gutes Stück weit einen Quantensprung zu vollziehen auf Bayerns Rückweg in Richtung Normalität, in Richtung Freiheit. Ausschlaggebend dafür war, dass insbesondere das Impfen und der Schulterschluss zwischen Politik, Gesellschaft und medizinischer Forschung zwischenzeitlich reiche Früchte trägt. Das Impfen hat sich als echter Gamechanger erwiesen, hat dazu beigetragen, dass es uns immer mehr gelingt, Corona seine hässliche, seine tödliche Fratze vom Gesicht zu reißen. Es gelingt uns immer mehr, dieser Pandemie ein Stück weit den Schneid abzukaufen, sodass jetzt endlich wieder mehr Normalität, mehr Freiheit möglich wird, dass es wieder möglich ist, die kollektive Schutzverantwortung des Staates etwas zurückzufahren, zugunsten von mehr Eigenverantwortung zu priorisieren und dafür zu sorgen, dass wir immer mehr von unserem alten Leben zurückbekommen. Um das entsprechend nachzuvollziehen, haben wir eine völlige Neuauflage der Corona-Politik in Bayern vollzogen, mit der wir Freien Wähler deshalb sehr zufrieden sind, weil darin eine ganze Reihe von Diskussionen innerhalb unserer Bayern-Koalition zwischen uns, den Freien Wählern und der CSU, aufgelöst werden konnten nach den Vorstellungen von uns Freien Wählern. Ich will deshalb gerne ein paar Beispiele für die jetzt neu gültigen Corona-Regeln referieren. Ganz entscheidend für uns Freie Wähler war die Abkehr von der Inzidenzzahl als allein selig machende Corona-Kennziffer, das damit aufhören, jeden Morgen wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese eine Zahl zu starren und die gesamte Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern daran festzumachen. Die Inzidenzzahl war wichtig, solange die Durchimpfung noch niedrig war, weil wir wussten, dass wir einen gewissen Prozentsatz der positiv Getesteten 3 Wochen später in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen wiedersehen. Zwischenzeitlich hat das Impfen dazu geführt, dass sich dieser Wert überholt hat, dass die Inzidenzzahl, also die Anzahl positiver Tests, nahezu keine Aussage mehr über die Gefahren der Pandemie zulässt, sodass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit der Krankenhausampel auf einen neuen Bezugspunkt unserer Corona-Regeln zu setzen. Die Krankenhausampel, wie von uns Freien Wählern über Wochen und Monate gefordert, rückt unsere eigentlichen Ziele in der Corona-Politik wieder in den Vordergrund. Denn faktisch ging es uns ja nie darum, eine mathematische Kennziffer ihrer Höhe nachzudrücken, sondern vielmehr darum, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, sodass wir niemals Triage wie einst in Bergamo auch in Bayern sehen müssen und dafür zu sorgen, dass sich möglichst wenige Menschen mit Corona anstecken, möglichst wenige Menschen schwere Verläufe erleiden, möglichst wenige Menschen an Corona sterben müssen. All diese Indikatoren haben wir über die Krankenhausampel im Blick, sodass über die Krankenhausampel und über die Abkehr vom Inzidenzwert jetzt auch wieder Normalität und Freiheit bei höheren Inzidenzen möglich werden. Genauso wichtig war uns Freien Wählern, in Zukunft auf 3G und nicht auf 2G zu setzen, also die Gleichstellung von Menschen, die geimpft, getestet und genesen sind. Deshalb, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Impfen unser kollektives Tor zu Freiheit, zu Normalität ist, aber genauso fest davon überzeugt sind, dass eine liberale Demokratie Menschen vom Impfen mit wissenschaftlichen Argumenten überzeugen muss, dass Impfen nicht anordnen kann, nicht anordnen darf, weil das bei denen, die noch Zweifel haben, sicher den gegenteiligen Effekt bewirken würde. Wir glauben zudem, dass die Rechte von Menschen, die per Test nachweisen können, dass sie die nächsten 24 Stunden niemanden anstecken können, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, nicht eingeschränkt werden dürfen. Ja, und wir wollen auch gegenüber Menschen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie beispielsweise vorerkrankt sind, nicht das Signal aussenden, Freiheit nur für Geimpfte und ihr habt Pech gehabt. Deshalb setzen wir auf 3G, also unsere Zauberformel, um Sicherheit auf der einen Seite, aber auch Normalität und Freiheit auf der anderen Seite bestmöglich unter einen Hut zu kriegen. Der dritte für uns entscheidende Faktor, weil Herzensangelegenheit von uns Freien Wählern, war das klare Bekenntnis zum Präsenzunterricht an Bayern Schulen. Warum ist das wichtig? Deshalb, weil die Schutzsituation an den Schulen sich zwischenzeitlich über die Impfungen für die Lehrerinnen und Lehrer, für die älteren Schülerinnen und Schüler, über das Testen und über die Luftfilter so darstellt,
dass der staatliche Schutz, dass all das, was möglich ist, zwischenzeitlich ausgeschöpft ist. Wir müssen daher davon ausgehen, dass sich die Situation diesen Herbst wohl kaum von der Situation im nächsten Frühjahr oder im nächsten Herbst unterscheidet. Wenn wir also keine verlorenen Generationen produzieren wollen, dann müssen wir jetzt zurück zu Normalbetrieb in den Schulen. Schule ist eine soziale Veranstaltung, braucht den persönlichen Kontakt. Also ganz wichtig, zurück zum Präsenzunterricht. Noch eine wenige Punkte, die uns ganz wichtig waren als Freie Wähler. Rückkehr der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Sport, zu Kunst und Kultur. Auch ein Thema, für das wir intensiv geworben haben und für das es jetzt endlich eine gute Lösung gibt. Bis zu 5.000 Menschen, entweder Vollauslastung mit Maske oder mit Abstand entsprechend weniger. Das Kontingent darüber hinaus hälftig besetzt, sodass also beim Eishockey, beim Handball, aber auch bei Kunst, bei Kultur jetzt endlich die Menschen zurückkehren in die Konzertsäle und in die Stadien. Großer Erfolg für uns Freie Wähler. Wir halten es für richtig, Abstand zu nehmen von der FFP2-Maskenpflicht, sodass nicht mehr im Zug, wenn man über die Landesgrenze fährt, die Durchsage kommt, jetzt bitte die Maske wechseln. Ich glaube, es ist richtig, sich da in Bayern auch dem überregionalen Standard anzugleichen. Und uns ist wichtiger als Gruppierung, die Bayerns Wirtschaftsminister stellt, die Beschränkungen im Handel, Stichwort Quadratmeterzahl, jetzt wieder zurückzunehmen. Mit anderen Worten, uns ist ein echter Quantensprung, eine wirkliche Neuausrichtung der Corona-Strategie gelungen. Wir schlagen ein neues Kapitel des Bayerischen Wegs auf. Und wir Freien Wähler sind auch stolz darauf, dass wir damit abermals vorangehen aus Bayern heraus. Wir sind vorangegangen als Bayern auf dem Weg in den Lockdown hinein und wir gehen in gleicher Weise wieder voran auf dem Rückweg zur Normalität, auf dem Weg zurück in die Freiheit. Das muss unser Anspruch sein, das war immer unser Anspruch als Freie Wähler und das wird mit der neuen Corona-Verordnung, wie diese Woche vom Bayerischen Landtag beschlossen, jetzt auch endlich entsprechend politische Realität. Wir freuen uns daher, dass wir mit unseren Argumenten auch innerhalb der Koalition überzeugen konnten, dass jetzt viele unserer Vorstellungen entsprechend umgesetzt worden sind und dass unsere Bayern-Koalition jetzt auch in all diesen Fragen wieder mit einer Stimme spricht. In anderen Worten heißt das, wir haben diese Woche sichergestellt, dass die Probleme, die die MPK im Bund nicht lösen konnte, wo man sich beispielsweise auf die Abschaffung der Inzidenz verständigt hatte, ohne einen wirklich plausiblen Gegenvorschlag zu machen, in Bayern gelöst werden. Die Antwort heißt Krankenhausampel und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch andere Bundesländer und der Bund da, wie schon beim Weg in den Lockdown hinein, sich auch beim Weg zurück zur Freiheit und Normalität jetzt wieder an Bayern, am bayerischen Weg, am bayerischen Beispiel orientieren werden, worauf es einen Grund gibt, auch entsprechend stolz zu sein als bayerische Regierungsfraktion. Ich denke, wir haben mit diesen Beschlussfassungen bewiesen, dass die Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, dass wir hier in Bayern weiterhin die Benchmark setzen, weiterhin der Goldstandard sind für gutes Corona-Krisenmanagement in Deutschland. Diesen Anspruch haben wir diese Woche erfüllt und deshalb eine gute Woche, nicht nur für die Freien Wähler, die wir uns in vielerlei Hinsicht durchsetzen konnten, sondern insbesondere für unser Land und seine Menschen, sodass jetzt wieder mehr Normalität, mehr Freiheit, mehr altes Leben in Bayern Einzug hält. In diesem Sinne kommt es mir diese Woche zu sagen, was an dieser Stelle üblicherweise unser Fraktionsvorsitzender Florian Streibe sagt. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Gott schütze Sie und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.